das hat mir zum Beispiel gefallen, von Personen, kein Herr, kein Sklave, keine Gewalt und dem Straßenverkehr recht von mir ist das schon Reinhard Bugge hat geschrieben, offensichtlich regiert bei uns die Angst, deshalb ist zu viel verboten. Einen konkreten Einführungsrat für Eurobonds, Stabilitätsfonds und einen Einschuldenbildungsfonds vorlegt. Das sind vernünftige Liberale, meine Damen und Herren. Das sind vernünftige Liberale. Und jetzt muss ich Ihnen, Herr Bond, sagen, ich kann ja nichts dafür, dass die Sympathie, ob ich die Liberalen hier oder im Europäischen Parlament besser finde, schon was mit der Klugheit zu tun hat, die jeweils vertreten wird und nicht einfach nur, wo man auftritt. So einfach ist das bei uns. Und meine Damen und Herren, das hat der Kollege Schneider ja schon gesagt, die Haftung Deutschland ist längst vorhanden. 1,1 Billionen im Eurosystem an Banken. 115 Milliarden Staatsanleihenaufkäufe. Und was ist eigentlich der Hintergrund? Wo versagen Sie gerade? Sie versündigen sich gerade am Erbe von Helmut Kohl und Sie merken es noch nicht mal. Was war der Punkt von Helmut Kohl und Theo Weigel damals in Maastricht? Damals stritten die Deutschen noch für die politische Union. Und haben als Ersatz den Stabilitäts- und Wachstumspakt bekommen. Es ist nicht so, dass die Opposition gegen deutsche Interessen in der Europäischen Union arbeitet. Wir wollen mit Eurobonds starke Regeln durchsetzen. Wir wollen mit Eurobonds einen glaubwürdigen Schuldenabbauplan vorlegen. Das ist der Unterschied zwischen uns. Durch Ihre Blockadehaltung bei diesem Thema jegliche Debatten auszuschließen, machen Sie letztlich unmöglich, dass das, was Helmut Kohl in Maastricht leider nicht vorantreiben konnte mehr, dass das jetzt auf die Agenda kommt. Das sollten Sie sich mal hinter die Ohren schreiben. Und ich möchte das Zinsargument auch nochmal aufgreifen, weil mich das besonders ärgert. Wir haben zum ersten Mal im Herbst 2010 Eurobonds in einem Plenarantrag genannt. Übrigens, nicht die Sozis waren, die Grünen haben zum ersten Mal sich getraut, hier hinzuschreiben. Ja? Aber da Herr Oettinger, Herr Rehn, Herr Juncker, alles Konservative und Liberale, Herr Verhofstadt ja auch dafür sind, sind wahrscheinlich alle Sozis. Ja? Das ist dann so eine Einheitspartei von heute aus Ihrer Sicht. Kann ja passieren. Wir haben dabei immer gesagt, Preisstabilität und die Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite sind Grundlage von jedem Eurobond-Konzept, für das wir uns einsetzen. Das negieren Sie einfach. Sie reden hier von irgendwelchen Konzepten, die Sie sich vielleicht, ich will jetzt nicht sagen unter der Dusche, ja, ausdenken und tun so, als wären das unsere Konzepte. Beschäftigen sich mal ernsthaft mit unseren Konzepten. Und da muss ich ja dazu auch zugeben. Wir schreiben ja auch ab. Wir schreiben ab. Wir schreiben ab, zum Beispiel beim Sachverständigenrat der Bundesregierung, die in ihrem Herbstgutachten im November 2011 einen Einschuldentilgungsfonds vorgeschlagen haben, der übrigens, Herr Solms, das Zinsargument in Kraft lässt. Herr Solms, wenn Sie zuhören müssen. Das Argument des Artikel 125 AEUV, der Arbeit über Zinsen, solange man nicht stark genug Regeln hat in einem Bundesstaat, wird durch